Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Und jetzt hüpfen wir zu dem rüber. Nur nicht runterfallen. Aber ich sag noch, nur nicht runterfallen. Also komm, hör doch auf, ey. Da macht die mich einfach zu Stein. Krepelvieh, ey. Jetzt muss ich nochmal gegen all die Viecher kämpfen, oder? Oh! Ach, komme! Ja, deswegen bin ich froh, dass ich easy spiele, wirklich. Also, da jetzt, wenn du da jetzt überlegst, du hättest jetzt hier eine halbe Stunde gekämpft. Ich muss vielleicht noch nicht einfach, ich muss ja nicht alle umbringen. Weißt du was? Ist mir egal, ich laufe jetzt einfach hier durch. Ach. Ich darf, das Problem ist, weißt du, was mein Problem ist? Ich springe immer so viel. Und bei der Medusa ist das Problem, wenn du zu Stein wirst und in der Luft bist, dann bist du zack tot. Hat nicht geklappt, ne? Hat nicht geklappt, hat nicht geklappt, ne? Ich darf einfach nicht so viel rumhüpfen, wenn ich gegen Medusa kämpfe. Da muss ich aufpassen. Jetzt gehen wir hier lang. Ach, nochmal so ein Typ. Ach, gleich mit Ruhe. Hau ab jetzt. Oh, verpisse dich, Mann. So. Ich muss da rüberspringen. Ich muss ja die Typen drüben erstmal platt machen. Ach, komm, hau ab. Und du auch. Du auch, weg mit dir. Jetzt rüberspringen. Nicht hängen bleiben. So, und jetzt können wir... Zack. So, darunter will ich gar nicht. Ich will hier hoch. Ich will doch in das Zimmer von der Jungfrau. Ekelhaft, ey. Die Nerven! Sind wir jetzt wieder oben? Jetzt sind wir hier oben. Ich speichere nochmal. Ja, zweiter Rand oder so kann man das jetzt nennen, ne? Zum zweiten Mal hier oben unterwegs. Wo liegt man momentan? Ah, okay. Geht so. Da unten war ich schon. Und hier, guck mal. Hier komme ich ja, bin ich ja vorhin runtergefallen. Jetzt gehen wir mal hier rein. Was ist das? Ach so. Ja, okay. Ich musste ja da runter, weil ich den Schlüssel gebraucht habe. Ah, so ein Ding ist das. Hier geht's nicht weiter. Gut. Also hier hätte ich gar nicht, das hätte mir gar nicht gebracht, hier lang zu gehen. Alles klar, Freunde. Jetzt kann man nämlich hier rein, in das Loch der jungen Dame. Da speichern wir gleich nochmal. Wen juckt das jetzt? Wir haben genug Möglichkeiten zu speichern. Ja, das heißt, ich musste der Rinde her springen, musste, wo die gestorben ist, nicht speichern, nicht sterben. Und dann musste ich wieder hoch. Also klar, okay, okay. Komme ich jetzt zu dem Orakel von Athen? Nee, komme ich nicht. Ja, okay, das ist klar gewesen. Die schaffen es nicht, ne? So, und jetzt kann ich erstmal hier den... Kann ich da nochmal langlaufen, wo die gerade waren? Nee, ne? Da ist bestimmt der Gang zugeschüttet, oder? Ich guck nochmal schnell. Ah, okay, das war nichts. Das war sinnlos. Ich dachte, das bleibt oben. Nee, hier kommen wir nicht durch, ne? Ah, okay, kommen wir nicht durch. Ja, mal jetzt zwei drücken ganz oft. Meine Hände sind zu kalt. Wisst ihr, wie kalt es bei mir im Raum ist? Ich habe hier 14 Grad, Freunde. 14 Grad. Deswegen habe ich immer Jäckchen an. Die Dächer von Athen. Überall Vasen. Dann gehen wir mal hier hoch. Kommt wieder irgendwie Monster angeklettert, stimmt's? Ja, ach klar. Ich würde dir gerne helfen, ne? Linken Stick zurückziehen und mit XX Drehsprung rückwärts. Ah, okay. Ah, alles klar. Da hätte ich hingemusst, okay. Können wir hier den. Können wir ja auch nicht helfen, ne? Die müssen alleine klarkommen. Nützt ja nichts.
nach hinten ziehen. Warte mal, nach hinten ziehen. Oh, das war aber knapp. Gerade so, sag ich mal. Hier schaffe ich es im Leben nicht. Nach hinten ziehen, XX. Hä? Okay. Ah, wir können noch einen Doppelsprung. Wir können noch einen Doppelsprung. Und jetzt? Wo geht's jetzt lang? Nach da drüben? Das wird doch nichts. Da falle ich doch runter. Okay. Boah, doch. Hat geklappt. Zauberei aufladen. Okay, brauchen wir nicht, aber machen wir trotzdem. Grün aufladen machen wir auf jeden Fall. Alle roten Punkte mitnehmen. Alles einsammeln. Okay. Wo sind wir jetzt? Was ist das jetzt? Eine Medusa? Nee, das ist keine Medusa. Kratos, ist ganz gelangweilt, sieht er schon die Waffen. Weil ihn das natürlich auch nervt, dass immer irgendwo irgendwelche Figuren da rumrennen und immer irgendwas irgendwo rauskommt und immer muss ich gegen irgendwas kämpfen. Hier muss ich mal sagen, die neueren Teile, also der Ragnarök und auch der von 2018, sind weniger. Also es sind zwar auch immer noch Kämpfen und so, aber es ist mehr Story, es ist weniger Hack and Slay. Das hier ist schon... Also die gehen ja irgendwann einfach auf den Sack, die Gegner, ne? Dieses Gekloppe... Es hört ja einfach nicht auf, ne? Hau ab, Mann! Alter, geh mir nicht auf den Sack! Das machen wir erstmal den einen. Der ist kaputt, okay? Noch einer kaputt? Ja, da hinten hat einer da schießt mit dem Bogen. Kann auch weg. Da ist auch einer mit dem Bogen, okay? Kann weg. Geh mal einfach, lauf mal einfach hoch, ne? Kann nicht lange aufhalten da unten. Einfach hochrennen. Hier, kann weg. Kann weg. Rage könnte ruhig... Oh, was ist das schon wieder? Okay, ich wollte gerade einfrieren. Wieder mit so kalten Fingern, ey. Geht gar nicht. Noch einer. Ah, klar, moin. Schießt der Ares die persönliche hoch oder was ist hier los? Weg mit dem. Geht mir nicht auf den Beutel, hau ab jetzt hier, komm. Da ist er gefallen. Umgefallen ist er. So, haben wir noch was rausgeholt und jetzt haben wir hier noch. Ich glaube, jetzt sind wir am Ziel, ne? Oder? Oder? Wir gehen jetzt da rüber. Wir hüpfen jetzt hier runter. Was bist du denn? Was ist das denn schon wieder? Nee, komm mal nicht runter. Ah, das ist zum Glück. Aber wo geht's hin? Wo geht's hin? Heute Abend geht's auch lecker essen wieder. Kennt ihr das so? Heute Abend geht's bei mir eine große Portion zu essen. Schnitzel. Aber ich bin mittlerweile gar nicht mehr so, dass ich da... Es gibt ja da Varianten, so ein Kilo Schnitzel und so. Da bin ich gar nicht mehr dabei. Das schaffe ich gar nicht mehr. Ist es bei euch so, ist mir gestern aufgefallen, ich war gestern Dönerpizza holen und da hat mir so der Dönermann erzählt, hat es mir gesagt, dass das ganz auffällig ist, dass in dem Dönerrestaurant hier Leute mehr essen wollen. Die wollen alle Döner holen, aber dann zu Hause essen. Wie ist es bei euch? Geht ihr im Döner, setzt ihr euch da hin und esst im Restaurant? Oder seid ihr auch so Typen, die das immer nur holen und dann zu Hause essen?
Weil ich habe gesagt, ich glaube, das ist einfach so. Als ich noch jünger war, habe ich sehr gerne, ich habe mal im Erzgebirge gewohnt und da gibt es in einer Stadt einen super genialen Dönerladen. Da habe ich so gerne mit meinen Kumpels gemeinsam drinnen gesessen. Dann haben wir gemeinsam gegessen da und so. Und die haben auch heute, ich war da letztens zu Besuch. Und die haben auch heute immer noch die Tische und sowas da. Aber aus irgendeinem Grund sitzen da wirklich keine Leute mehr drin. Ist das bei euch auch so? Also ich finde ja Döner, Restaurant oder so total... Los, weg hier! Ares ist in die Stadt eingedrungen! Wann? Wann ist es eigentlich wieder so laut geworden? Warte mal ganz kurz. Wann ist es wieder... Ist ja gar nicht so laut geworden. Ja, hier noch eine Kiste auf. Okay, wir sind also auf dem richtigen Weg, glaube ich. Weil hier gerade wieder welche Leute rumgerannt sind. Hup. Ah, da muss ich ans Grüne ran, oder? Bitte nicht sterben. Von da drüben wird geschossen. Ach, komme. Guck mal, ich habe jetzt hier kann ich runterklettern, aber ich glaube mal, ich muss darüber an den anderen ran, ne? Und dabei darf ich jetzt nicht mich abschießen lassen von den Krepeln da. Ja, ich habe mir schon gedacht, kann ich nach da drüben hüpfen und die Asser platt machen? Ja, eventuell, warte mal, eventuell kann ich das, wenn ich nämlich hier, wenn ich hier rum... So. Ich komme jetzt rüber zu euch. Ich komme rüber zu euch, meine Damen und Herren. Ach, guck mal, da ist ein Holzbrett. Ah, warte. Oh, nee. Hüpf doch mal weg da. Mitten im engsten Raum die Krepel da, ne? Okay, jetzt können wir das hier kaputt machen oder so. Können wir nicht. Okay. So, und jetzt sind wir hier. Jetzt schießen die nicht mehr. Und jetzt müsste ich, glaube ich, wieder zurückhüpfen. Achso, doch so. Jetzt kann ich bestimmt wieder zurückhüpfen und dann nerven die mich nicht. Pass mal auf. Dann komme ich jetzt auch darüber. Oder bin ich da falsch? So ein. Jetzt hängt er da wieder. So. Jetzt hüpfen wir nach da drüben. Die schießen. Das ist Teil 1. Das ist God of War Teil 1. Der allererste. Aber in HD-Version von 2010, würde ich sagen, war da, stand da drauf. Wir haben also den 2018er schon gespielt, wir haben Ascension gespielt und jetzt gucken wir uns gerade den von ganz, von Beginn, ah nee, das nicht, das nehmen wir. Was mache ich denn hier für einen komischen Move mit meinem Rückwärtssprung? Was bist du? Aha, noch so eine Schießmaschine. Guck mal erstmal hier rein. Okay. Naja, ich mache jetzt mal noch bis zum nächsten Speicherpunkt. Und dann würde ich für heute aufhören. Sie spüren eine mächtige und doch gute Präsenz auf der anderen Seite. Oha! Alle Hoffnung ist dahin. Und Kratos stürzte sich vom höchsten Berg ganz Griechenlands hinab. Nach 10 Jahren des Leidens, 10 Jahren endloser Albträume, sollte dies nun das Ende sein.